Die Grundschule Treuchlingen und 6 weitere bayerische Schulen wurden mit der Europaurkunde 2014 ausgezeichnet, da sie sich um die Verbreitung und Umsetzung des Europagedankens in besonderer Weise verdient gemacht haben. Warum soll der europäische Gedanke bereits in der Schulzeit entwickelt werden? Die jungen Leute der heutigen Schulgeneration haben es nicht miterlebt, wie es vorher war. Deswegen ist es gut, daran zu erinnern, dass Europa nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, es ist auch gut so, wenn viele junge Menschen sich der Bedeutung des europäischen Gedankens verschreiben und es in ihrer Schulzeit schon vermittelt bekommen. Und wie haben die Schüler den Tag im Kuppelsaal der Staatskanzlei erlebt? Es ist wirklich mal eine neue Erfahrung für mich, vor allem so eine Urkunde zu bekommen. Und es ist für die Schule auch richtig bedeutend. Also mir bedeutet es auch viel, weil es ja auch eine Ehre hier zu sein mit den anderen Leuten, die das auch durchgemacht haben, also nicht durchgemacht haben, sondern die es auch erlebt haben. Es hat ja auch Spaß gemacht. Und dann so einen Preis kriegen, der das würdigt, was man auch macht, das zeigt, okay, ich mache das alles nicht umsonst. Ja, ich habe schon so ein wenig ein Kribbeln im Bauch gehabt, war ein wenig aufgeregt, aber das hat sich dann gelegt. Auch mit den tollen Lehrern, die wir gehabt haben. Ja, es sind ja nur 7 Schulen aus ganz Bayern und das ist, sind wenige Schüler und das ist schon was ganz Besonderes. Das Friedberg ist jetzt auch nicht so bekannt und dafür, dass man dann eine Europa-Urkunde bekommt, ist es schon eine tolle Sache. Und ich weiß, dass meine Zukunft überall in Europa sein wird, vielleicht sogar noch mehr in anderen Kontinenten. Deswegen, ja, Europa ist nur so ein kleiner Anfang, sage ich mal. Europa als Idee zu fördern, zum Beispiel über die Europa-Urkunde, ist für Staatsminister Huber ein wichtiges Anliegen. Europa ist eine gewaltige Chance, die es so früher noch nicht gegeben hat. Deswegen sage ich, nutzt die Chance, geht raus. Die europäischen Länder warten darauf, dass die jungen Leute hier sich austauschen und woanders studieren und lernen. Diese Chance, um die wären viele Menschen in dieser Welt froh.